Noch früher. Nein. Natürlich. Warte. So, das war's. Ja, sehe ich. Warte, ich finde schon irgendeinen Weg. Oho. Das war knapp. Das war eine äußerst knappe Angelegenheit. So, jetzt lass ihn mal leben. Wen? Ihn hier, hinter mir, und nimm ihn mal bitte. Weil ich will den scheiß Schlüssel suchen. Ich habe keinen Plan, wo der sein kann. Hier, glaube ich, kann noch einer sein irgendwo. Willst du den nicht mal abholen? Ach doch, hast du schon. Okay, ich nehme alles. Opfer. Halt die Fresse. Ja? Oh, Mann, ist dumm. Der läuft immer richtig dämlich. So. Oh. Jetzt haben wir auch die AN schon und die Super Raygun. Die Scheiße ist irgendwie. Ich finde die cool. Das ist drei Feuer, ne? Ja. Super. Du suchst jetzt den Schlüssel. Ich suche jetzt 5 Stunden lang den Schlüssel. Der kann überall sein. Ja, komm mal rüber hier. Öffne mal die Tür. Wo bist du? Ach, komplett drüben schon. Drüben auf der anderen Seite, ja. Ich bin rumgelaufen. Rechts. No, und dann hier runter. Und öffne mal die Tür hier. Da ist er! Also der ist immer woanders. Töte ihn. Nein? Nein, töte du ihn. Ich will Juggernaut aktivieren. Achso. Nicht töten. Nee, ich hab ihn nur genommen. Was soll der Scheiß? Mein Gott, Alter! Du kannst ja nicht in so einer klitzekleinen Ecke mit ihm bleiben. Ja, ach nee. Ich hab gedacht, dir geht das schon lang. Das wäre cool, wenn du mir jetzt helfen würdest. Ich bin direkt neben dir. So eine Ecken könnten die sich echt sparen, Mann. Warte, gibt's hier Süßigkeiten? Wenn man unserem coolen Freund Dumpy Süßigkeiten gibt, kriegt er so einen Zuckerschock, rastet total aus und tötet alles, was ihm in den Weg kommt. Das ist unser Dumpy. So, und jetzt habe ich den Schlüssel gefunden. Jetzt kann ich ihn hier freimachen und warte noch. Ich will wenigstens erstmal Juggernaut aktivieren. Ja, wie komme ich da denn jetzt am besten hin? Ich glaube, hier lang. Da man das da ja noch nicht aufgebrochen hat, muss man sich dann andere Wege immer finden, die relativ schwer sind oder teuer auch, sozusagen. Ich glaube, der letzte ist bei dir, ne? Mhm, der läuft mir die ganze Zeit hinterher. So, und hier ist der Alk. So. Nein, der ist bei mir. Ich brauch Juggernaut weiter. So, und ich bin gleich da. So, unser toller Freund kann noch kommen. Halt ihn mal so lange ein bisschen zurück. So, und jetzt gibt er ihm die. Stellt euch als Kumpel, wenn ihr das zu zweit spielt, nicht direkt vor ihn, wenn er gerade losrennt. Also der hat mich umgehauen, der hat mich einfach losgeweckt. Ja, und dann ist man tot. Einfach so. So. Juggernaut ist ja auch richtig ekelhaft versteckt. Ja, also wenn man gerade so... Man kann das nur am Rundenende oder Anfang holen, ja. Sonst wird das gar nichts. Deswegen muss ich jetzt die Runde noch überleben, ich lach mal schnell nach. Richtig ranzig. So. Die spawnen auch immer richtig schnell, was noch schlimmer ist. Hinter dir. Ich weiß. Cool. Lass mich noch ein paar Punkte jetzt machen bei Insta. Ne, ich will auch ein paar Punkte, Mann. Ja, aber du hast Juggernaut. Du bist die Elsat. Mit der kannst du immer Punkte machen. Da würde ich aber lieber tauschen, Elsat gegen Juggernaut.
900. Das Auto-Aim ist so übertrieben, Mann. Ah. Was? Wie zur Hölle? Ich weiß auch nicht. Das ist einfach, der hat die Windmühle bei mir gemacht und so. Die Windmühle oh, yeah. Der kommt dann und bist instant tot, wenn du keinen Juggernaut hast. Das ist voll für den Arsch. Also das ich am Anfang gleich, da hat er das auch gemacht, ja. Aber halt hinter der Barrikade. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass wir die Overspasten sind und nichts drauf haben generell. Haben wir nicht, aber nicht so. So schlimm ist es normalerweise nicht. Nee, echt nicht. Also, aber wir haben jetzt keinen Bock, das 50.000 Mal aufzunehmen. Man hat dann auch keinen Spaß mehr daran. Also. Bei der ersten Aufnahme kann man dann immer noch Spaß haben, aber danach macht es einfach keinen Spaß mehr. Weil irgendwas schief gegangen ist. Das ist wunderschön gesagt. Ich weiß. Ich habe bei Ascension Runde 45 geschafft, also. Tschüss, mich mal. Okay. Naja, die kommen eh alle zu mir. Ich hab Juggernaut! Coole Sache. So, und jetzt sterbe ich. Elefant. Was ist mit dem abgegangen? Na klar. Die nächste halbe Stunde lade ich nach. Er läuft übrigens, er ist immer da, wo der Alkohol ist ungefähr. Also wenn ihr den Alkohol... Fire Sale! Der Fire Sale Song ist so ziemlich der geilste Song aller Zeiten. Jetzt hört euch das an. Was ist das? Das? Was? RPG? Oh mein Gott, was soll ich nehmen? RPG. Affen. Hey, du hast auch Affen, ne? Ja. Oh, das cool. Ist gut. Hier gibt's eine Zeitbombe. Die ist richtig cool. Ja. Die kann man setzen, jetzt in Runde 1 zum Beispiel. Wenn ihr total am Abscheißen seid in Runde 10, könnt ihr die aktivieren Hamre. Und ihr seid wieder in Runde 1. Ich hab jetzt Elsat und Hamre. Yippie. Yeah! Für meine Kombination auch gar nicht so scheiße, ist die Raygun und die Dings. Geht ja ein. Ja, ne? Die ein zieht nur mit Doppelfeuer und gepuncht. Dann ist es einfach nur das Überbeast. Ich meine, du brauchst in Runde 10 einen Schuss. Und hast 60 Schuss im Magazin. Und 600 zum Nachladen. Habe ich ihn angeschossen? Nee, gut. Das nervt immer, wenn man ihn anschießt. Man muss dann 5 Stunden lang irgendeinen Scheiß. Schlüssel suchen, der über die ganze Map kommen kann. Auf der ganzen Map. Alter, was ist denn los heute mit Headshots hier? So oft, ne? So, jetzt lass mal ein Leben. Da springt ja einer von Dach zu Dach. Er spielt Spider-Man. Da spawnt gerade noch einer. Am besten, wir lassen zwei übrig hinter dir, Sana. Nicht mehr. Ja, das sollte eigentlich sein. Ja. Was können wir machen? Also wir brauchen auf jeden Fall mal den Alkohol. Nimm du den mal. Sehr gut. So, wie ihr seht, Punkte kriegen ist ja absolut kein Problem. Nö. Aber dafür braucht man die auch. Alle. Gut. Dann, was können wir als erstes öffnen? Zu... Ja, X. Wie heißt das? Ja, bitte. Zu dem neuen Perk? Ja, genau. Das neue Perk ist einfach übergeil. Ja, das ist echt cool. Da weiß man, falls man die Map noch nicht kennt, vor allem dann ist es cool. So, dann warte ich jetzt mal auf. Da haben wir ein bisschen... Bis da kommt. Hey, Dumpy. Halt mal ein bisschen Entfernung von mir. Wo ist eine andere? Ach, da. Los, Nabi. Zombies inbound. Stell mal vor, in Black Ops 5, das ist eine Streak. Two zombies are coming. So ein ganzer Mob. Ja. Auf der Dächte. Die haben statt Hunde einfach Zombies, dann die sie ankommen. Ja, genau. So, das ist das neue Scavenger Art Perk. Das heißt Vulture 8. Elkstier. Holst dir einfach. Dadurch lassen die Zombies immer nützliche Sachen fallen, so wie Punkte
oder ein bisschen Munition. Bei jedem Zombie kommt es halt am Hals. Ja, und manche von denen stinken ab da ungefähr so. Na, super. Und wenn man in das grüne Zeug reinläuft, wenn die getötet wurden, dann kann man Perks verlieren. Das schätzen wir wissen es aber nicht genau. Wir wissen, na, das Perk fängt grün an zu leuchten und stinkt dann. Und das blinkt. Stell dir mal vor, es ist einfach unangenehm für die Zeit für ihn. Das ist der Grund. So. Mann, scheiß drauf, ey. Kann ich hier nochmal? Oder muss ich Geld bezahlen jetzt? Ja. Du musst immer bezahlen. Darauf habe ich keinen Bock. Ich hole mir aber Double Tap. Double Tap. Wo ist Double Tap? Nicht Double Tap. Ich will mir Dings holen. Den drei Dings? Nee. Schnelles Nachladen. Schnelles Nachladen, genau. Bei LMGs wäre das Ganze sich. Deswegen machst du wie ich und läufst eine halbe Stunde gegen den Wand. Auch so direkt in den Kopf. Warte, hier war ein Part. Hier sind überall Parts. In dem Raum sind. In jeder scheiß Ecke ist dann irgendwo ein Part. Jetzt hole ich ihn. Ja, stimmt. Hole ich mir auch noch schnell einen Double Tap. Gut, dann baue ich mal. Dieses Sprungding zusammen. Ja. Oh, wir laufen in so ein toller Zombie hinterher. Naja. Da kommt ein Zombie gleich. Wahrscheinlich bei mir. Soll ich das Ding da noch anklatschen? Was? Nee, das kommt da nicht ran. Dann ist hier die Fahne. Die nerven mich jetzt schon. Soll ich die beide nehmen? Ja, wenn du es hinkriegst. Warte. Alles klar. Alles bestens. Ich habe gerade irgendeinen Insta-Perk gekriegt. Ich gebe noch einmal die Box benutzen. Habe ich. PHP? Schade nicht. Scheiße, wie komme ich nochmal dahin? Weiß ich nicht. Zur Box. Oh nein, 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 die ist da hinten. Nein, nein, nein. Da gehe ich nicht hin. Was ist denn da hinten? Ja, in dem Tunnel. Ah. So. Jetzt haben wir alles, was wichtig ist, geöffnet. Jetzt können wir eigentlich loslegen. So. Dann versuchen wir auch, würde ich sagen, so schnell wie möglich. Da fehlt noch was. Ah ja. So schnell wie möglich zu punchen. Aber dann brauchen wir erstmal ein paar Punkte. Wir müssen erstmal jetzt hier drei Runden oder so komplett durchziehen. Ja. Aber dann auch am besten auch nicht dauerhaft sterben. Ja. Ich meine, du hast 135, ich habe 1400. Das ist nicht das Beste. Nee, das reicht vorne und hinten nicht. Wir brauchen irgendwie 100.000 Punkte, wenn wir 10 am Ende haben wollen. Bin ich. So, hier ist das Trample-Stream. Ich bin runter. Warte mal. Kannst ja auch eins holen. Hol dir eins. Und dann witzig ist, wenn ihr das nimmt. Wo ist denn das? Und dann hier hinstellt. Sagen wir ungefähr hier. Dann A, die ganzen Zombies, die hier hochspringen, werden sofort weginterpretiert. Und ihr könnt, wenn ihr hier seid, laufen, einfach durchsprinten und dann landet ihr hier. Ist voll cool. So, jetzt müsste ich das nur irgendwo hinstellen. Wo denn am besten? Ob man das da hinstellen könnte, dass man das hin und her geschmissen wird? Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Aber stell das Ding mal. Warte. Hier hin. In die Richtung. Wo bist du? Hier. Lass erstmal runter. So, dass ohne Probleme hocken kann, während die immer hier hochspringen und sofort sterben. Das wäre eine witzige Idee eigentlich. Ja, super. Das ist so fein gemacht. Ich weiß. Also dann. Hier so. Ganz außen. Ganz außen. Nein, nicht. Ich meine hier schon in die Mitte so. Oder da, wo er hingesprungen ist gerade. So. Ja, jetzt muss ich ihn töten, weil sonst macht er es kaputt. Oh, was ist denn das? Opfer. So, und eigentlich dürften die jetzt hier nicht hochkommen, wenn wir hier langlaufen. Yeah. Auf jeden Fall geht der her.
Ja, ich bin ein bisschen scheiße gesprungen. In die Flüsse! Oh Gott! Wo kommt. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wo kommen die denn auf einmal her? So, wie ihr seht, ist jetzt überall hier so gelbes Zeug, das ist Munition und Geld. Ich werf Affen. Das ist merksamer, ne? Willst du nicht mal reingehen? Warte. Ich habe jetzt Plus gemacht an allem. Ja, das ist richtig cool, vor allem wenn du die Raygun hast. Vor allem du die du hast, du kriegst mindestens immer 3 Schuss. Da das eine Burst auf ist. Oh, fuck. Mann, warum? Ich krieg gar nichts mehr gebacken irgendwie. Multi. Au, au. Okay. Das war's mit der Runde. Man müsste vielleicht sich eine bessere Taktik raussuchen. Welche das Taktik? Ist, ja, das ist. Wir hatten keine. Das ist genau das Problem. Wir brauchen hier irgendwie eine Taktik. Ich hatte hier immer mal nur einfach hier kurz sammeln, hoch, alles weghauen, hier lang rum, fertig und wieder sammeln. Dann gehe ich mal hier hin, dass wir nicht immer an einem Punkt sind. Ich glaube, das ist. Ja, besser. Das ist wesentlich besser. Ja, die spawnen viel zu schnell. Ich meine, die springen ja schon aus dem Boden raus. Ja, ne? So. Oh, jetzt ist auch noch Dumpy bei mir. Den nervt. Sagst du was nicht über Dumpy? Ich meine, der läuft hier nur durch die Gegend und macht... Oh, der oh Gott! Hast du das bei mir gesehen? Tim. Wollte ich nur so kurz zeigen. Ich würde gerne wissen, was diese komischen Kugeln hier machen. Bei den ganzen Easter Eggs habe ich keinen Plan. Ich weiß eh nie, was mit anzufangen. Muss man eh meistens immer zu viel machen. Warte. Die nächste Box, ja. Ach, weißt du was? Ich habe Waffen, die sind gut genug. Jawohl, ich kann hier nicht hochlaufen, was ich nicht kann. Geil. Was kennen wir doch wert? Noch die Revolver. Ah, jetzt, das ist die geile Musik übrigens. Die ist Hammer, ne? Ja. Die ist richtig cool. Das ja, war... super Idee. Ja, kannst du nochmal benutzen, wenn du willst. Siehst du, mein Plan funktioniert. Das habe ich für die Raygun genommen. Wer jetzt? Nein. Und was hat das denn du sonst noch? Ach, die einen. Du hast jetzt einfach nur Punkte ausgegeben, Mann. Ja. Geil. Das ist also 10.000 Punkte Minimum brauchen wir, um eine Waffe zu punchen. Es sei denn, du bist da überskiller und hast wie André die Raygun. Raygun eignet sich da in dem Fall. Das war, Alter, der absolute Multi-Headshot. Oh, Mann. Der geht hier runter. Wieso nicht? Macht er das? Warum nicht? Was denkt er sich da? Kommt, wenn ich das Spaß hab?